strike a match, start a fire, we can burn, I don't mind. Breathe the smoke through your lungs, paradise, here we come. Die letzten Ferientage des Jahres haben wir uns ein besonderes Ziel ausgesucht. Über die Schweiz wollen wir nach Meran. Das gehört zu Bozen in den italienischen Alpen. Wir müssen kurz an der Schweizer Grenze anhalten und die Schwerverkehrsabgabe für Wohnmobile über 3,5 Tonnen bezahlen. Für Wohnmobile ist ein pauschaler Beitrag pro Tag fällig. Natürlich darf etwas Schweizer Schokolade auch nicht fehlen. Die Schwerverkehrsabgabe ist für 10 Tage frei wählbar innerhalb eines Jahres gültig. Und man zahlt 32 Schweizer Franken. Die Tage muss man auf einer Liste eintragen, das sollte man auch beachten, sonst drohen bei einer Kontrolle happige Strafen. Wir machen einen kurzen Stopp am See von Davos, bevor es in die Berge geht. Wir müssen jetzt über 3 Pässe. Das Fahren ist anstrengend, aber man wird mit herrlichen Aussichten belohnt. Hier ist man echt froh über jeden PS, den man unter der Haube hat. In Meran angekommen, haben wir uns den Camperstellplatz Schneeburghof in Dorf Tirol ausgesucht. Der geschotterte, terrassenartige Platz ist wunderschön in einer Apfelplantage gelegen. Es gibt ein eigenes Restaurant und mehrere Duschen und Toiletten. Eine äußerst gepflegte Anlage. Aber das Beste, von hier aus gibt es einen Sessellift, der direkt nach Meran in die Innenstadt führt. Das könnte man bei diesem Wetter den ganzen Tag machen. Die Meraner Innenstadt glänzt mit ihren vielen historischen Gebäuden und einem prachtvollen Kurhaus. Schon im 18. Jahrhundert schätzten viele Reiche und Adlige vor allem das milde mediterrane Klima und die reine Luft der Kurstadt. Neben Italienisch wird in Meran zu 50% Deutsch gesprochen. Man hat hier kaum Verständigungsprobleme. Wie wir gekommen sind, so geht es dann auch wieder zurück mit dem Sessellift. Wer beim Schneeburghof übernachtet, bekommt gratis die Meran-Card. Somit erhält man viele Vergünstigungen, unter anderem bei Seilbahnen. Und man kann kostenlos das örtliche Busnetz benutzen, das auch uns zu unserem nächsten Ausflug bringt. Wirklich eine tolle Idee.
Wir fahren mit der Seilbahn zum Naturpark der Texel-Gruppe und wollen dann von da aus runter zum Wasserfall wandern. Anscheinend wandeln wir auf den Spuren bekannter Persönlichkeiten. Kaiserin Sissi war auch schon hier. Vielleicht hält das Wasser ja jung und schön. Ich glaube nicht. Ich habe das mal gegoogelt. Ein Jahr später ist sie gestorben. Überraschend taucht hier plötzlich ein Selbstbedienungshofladen auf. Allerhand gesunde Sachen. Man nimmt, was man möchte und schmeißt das Geld in eine Dose. Sehr vertrauensvoll und wirklich nett gemacht. Was hast du jetzt für einen Holunderblüten oder was? Ja, ich habe 2 Euro reingeworfen, Mama. Eigentlich kein Annabelle ist die. 1 Euro. Selbst Bier gibt's. Aber kein Alkohol. Ja. Der Wasserfall ist dann auch ziemlich imposant. Er stürzt sich dort 30 bis 40 Meter in die Tiefe. Von hier aus fährt man dann auch wieder kostenlos mit dem Bus zurück ins Tal. Ja, ich kann das nur jedem empfehlen. Eine wunderschöne Woche. Meran ist eine Reise wert. Und wer sowieso an die Adria nach Italien fährt, sollte hier unbedingt mal einen Zwischenstopp einlegen. Uns hat es sehr gut gefallen. Wir kommen bestimmt mal wieder.